Herzlich willkommen, liebe Freunde, bei Xtreme24, Ihrer Einkaufswelt für Modelleisenbahn und Zubehör. In meiner heutigen Sendung geht es um eine Modellvorstellung einer Elektrolokomotive, die im hohen Norden, genauer gesagt in Norwegen, zu Hause ist. Es ist die Baureihe EL14 der NSB von NMJ. Ich habe Ihnen heute mal beide Farbgebungen mitgebracht. Einmal die klassisch rotbraune, in der Farbgebung der NSB und in der neueren, moderneren Farbgebung von Cargonet, die so ab ca. 1996 dieser Lok verpasst wurde. Beide Modelle sind Topline-Modelle. Und dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, das Auspacken oder Neudeutsch Unboxing. Ich halte das jetzt mal in die Kamera. So in dieser wunderschönen, festen, stabilen Verpackung kommt diese Lok zu Ihnen nach Hause, liebe Freunde. Das Auspacken geht relativ einfach. Zack, es saugt etwas. Den Karton öffnen, er ist sehr stabil. Und zunächst sieht man hier oben eine Schaumgummiabdeckung, die nehmen wir ebenfalls beiseite. Ja, und schon liegt das gute Stück vor uns. Nun müssen wir es bloß noch rausnehmen aus diesem Kunststoffschuber. Ich lege das mal beiseite. So, da fällt einem schon was entgegen. Das sind Zurüstteile, die entsprechend noch montiert werden können, einschließlich einer Kupplung. Lege ich ebenfalls mal beiseite. Und dann wird die Lok ausgepackt, wie Sie es gewohnt sind, liebe Freunde. Einmal aus diesen rechteckigen Klarsichthülle befreien, damit Sie sozusagen diese Verpackung öffnen können. Und das geht so, wie Sie es bereits schon von anderen Modellen vielleicht möglicherweise kennen. Sie ist also auch sehr gut verpackt. Das sieht man also auch ganz ordentlich, schön stabil. Dann hebt man hier oben die Blisterverpackung ab. Dann ist die Lok mit einem sehr weichen Kunststofffülle nochmal zusätzlich eingepackt, dass also auch keine Beschädigungen von außen kommen. Und schon steht das Modell vor uns. Ja, und dann braucht man es bloß noch rausheben, absetzen. Und das war die ganze Kunst. So sieht es also aus, liebe Freunde. Und im Vergleich stelle ich Ihnen nochmal jetzt gleich die andere Farbgebung dazu. Bevor ich nun auf die Details des Modells zu sprechen komme, erstmal ein kleiner Ausflug in die Historie zu dieser Maschine. Die NSB EL14 der Norges Statsbaner sind Elektrolokomotiven, die zwischen 1968 und 1973 von Tune Mek Verksted und NEBB Norsk Elektrisk Braun Boveri in Oslo gebaut wurden. Die 105 Tonnen schwere EL14 basiert auf der Schweizer Baureihe AE66 mit einer Dauerleistung von 5080 kW und einer Zugkraft von 350 kN. Mit der Lieferung der leistungsfähigeren EL18 ab 1996 wurde die EL14 in den Güterzugdienst abgegeben und die Höchstgeschwindigkeit mit Wirkung vom 5. Januar 1997 von 120 auf 100 km/h herabgesetzt. 1996 wurden aus dem staatlichen Betrieb Norges Statsbaner die privatisierte, haftungsbeschränkte Norges Statsbaner BA und Jernbane Verket. Der Güterverkehr wurde unter der Gesellschaft NSB Götz fortgeführt. Dabei verloren die Lokomotiven im Laufe der Jahre bei Untersuchungen ihre klassische NSB-Farbgebung in Rot-Braun sowie die Nordland-Loks ihre Fenstergitter und erhielten ein neues Farbkonzept. Das sollte jetzt genügen, um Ihnen einen kleinen Einblick in die Geschichte dieser Loks verschafft zu haben. Kommen wir nun zum Modell, liebe Freunde. Da beide EL14 hier von mir die gleiche Ausstattung haben,
stelle ich Ihnen die Lok mit der aktuellen grauen Farbgebung der Cargonet vor. Das NMJ-Modell dieser EL14 2186 hat die Artikelnummer 94106 und kommt in DCC-Ausführung mit Sound. Diese Lok kann auch problemlos auf AC mit dem passenden Umbauset für alle NMJ-Modelle umgerüstet werden. Dieses Umbauset ist unter der Artikelnummer 93199 zu haben. Das Set beinhaltet einmal einen Schleifer zum Einklicken, ganz einfach, und 6x Achsen mit AC-Profil. Und jetzt zur Detaillierung des Modells der EL14 von Cargonet. Die farbliche Ausführung im aktuellen grau-schwarzen Design und als besonderer Blickfang und farblicher Kontrast die gelben Schneeräumer. Die Dachaufbauten entsprechen exakt dem Vorbild. Besonders gefallen die filigran ausgeführten Stromabnehmer. Alle elektrischen Zuleitungen und Isolatoren sind in vorbildlicher Materialstärke ausgeführt. Extra angesetzt sind auch die Dachlaufgitter. Die Führerstandsfenster sind aus Panzerglas. Weitere extra angesetzte Details wie Scheibenwischer, Handläufe, Außenspiegel, Aufstiegsleitern runden den Gesamteindruck dieser Maschine ab. Die Lackierung und Bedruckung ist sauber und trennscharf ausgeführt und entspricht im aktuellen Betriebszustand dieser Lok. Das Fahrgestell ist scharf graviert ausgeführt. Alle Anbauteile wie Sandstreuer, Zuleitungen oder Luftbehälter sind ebenfalls extra angesetzt. Die Puffer sind federnd ausgeführt. Die Lok besitzt einen Kurzkupplungsschacht nach NEM 362. Die Länge über Puffer beträgt 204 mm, der Mindestradius beträgt 360 mm. Angetrieben wird das Modell von einem zentrierten fünfpoligen Motor mit zwei Schwungmassen und doppelter Kardanwelle auf beide Drehgestelle. Für ausreichend Spielspaß sorgen insgesamt 20 digital schaltbare Funktionen. Die Lok ist mit einer Schnittstelle MTC 21 ausgestattet und besitzt einen Multiprotokolldecoder. Das Topline-Modell hat ESO LogSound 5.0 an Bord, welcher speziell für diese Lok abgestimmt wurde. Hier ein paar ausgewählte Beispiele der digitalen Funktionen. F0 Licht, fahrtrichtungsabhängig schaltbar, weiß-rot. F1 Sound ein, aus. F2 Horn kurz. F3 Horn lang. F4 und F5 Abblendlicht oberes Spitzensignal oder Fernlicht oberes Spitzensignal. Und F19 Führerstandslicht. Soweit, liebe Freunde, meine Produktpräsentation der EL14 von NMJ. Insgesamt macht diese Lok einen hervorragenden Gesamteindruck. Sie ist technisch ausgereift,
gut verarbeitet und hat hervorragende Fahreigenschaften. Das Topmodell der EL14 von NMJ trägt, glaube ich, zu Recht dieses Prädikat. Topmodell. Mit den jetzt folgenden kleinen Fahrimpressionen möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf gleicher Welle und Kanal, Ihr Frank Buttig.